So, meine lieben Freunde, nun schnallt euch an, denn heute reden wir darüber, wie stark Lissop in Zukunft doch sein wird. Oder, naja, ich meine, vielleicht und wieso er... Naja, Leute, was ich eigentlich meine ist, jeder redet über Kapitel 1000, Kapitel 1000, hier Kapitel 1000, da doch keiner redet darüber, was vor einigen Kapiteln passiert ist. Und zwar, dass Lissop und Nami gefragt wurden, wer wird der König der Piraten, wer ist dein Kapitän? Und da wurde ich teilweise schockiert. Ja, und es geht nicht um Nami, sondern um dich, Lissop. Um genau dich geht es, Lissop. Also Leute, ich bin ganz ehrlich, ich war auch einer dieser Menschen, der gesagt hat, Lissop kriegt eventuell eine Teufelsfrucht, er kriegt eventuell ein Power-Up, er kriegt irgendwie das und dies und wird eventuell sehr stark. Es könnte immer noch passieren, dass sowas passiert, aber ich bezweifle es. Ich bezweifle es, weil Oda hat nochmal das Statement gesetzt, dass Lissops Traum oder Lissops Ziel nicht die Stärke an sich ist. Und zwar, Lissop will nur tapfer werden. Und Oda macht das sehr gerne, dass er Schwächen von den Charakteren sehr stark zeigt und darstellt, damit man später im Nachhinein sieht, wie die sich entwickeln. Und hier stellt er klar, dass Lissop Stärke nicht ist, dass er stark werden will, sondern dass er sich wehrt oder sonst was, sondern dass er tapfer werden will. Und hier sehen wir, dass er einfach eine Lusche ist. Tut mir leid, aber Lissop ist momentan noch eine Lusche und er hat seinen Kapitän verkauft. Und es hat mich teilweise schockiert. Er hat gesagt, Nami, es ist nicht schlimm zu lügen, sagt das Ruffy nicht, der König der Piraten wird. 1000 Kapitel sind vergangen und Lissop ist immer noch dieser kleine Schisser, der bei jeder Sache einfach durchdreht. Er läuft vor allem weg. Er ist in Angst, also er verkauft sogar seinen Kapitän. Sogar seinen Kapitän hat er einfach verraten. Deswegen. Und ich finde, wenn Zoro das hören, jetzt mal ganz ehrlich, Leute, wenn Zoro das gehört hätte, da, dass er sagt, sag es, dass Ruffy nicht König der Piraten wird, dann könnte da was passieren, dann wäre Streit ausgebrochen, denke ich. Also jedes Mal, wenn wir irgendwas von Lissop sehen, eine Aktion, dann ist es nie wirklich eine Aktion, die seine Stärke beweist, sondern einfach eine Aktion, die seinen Mut beweist, dass er tapfer wird, okay? Also Oda zeigt uns hier erneut, okay, Lissop soll tapfer werden. Er soll nicht unbedingt stark werden. Er soll nicht unbedingt der Heftigste werden, wie zum Beispiel ein Zoro oder ein Ruffy, wo wirklich der Fokus auf der Stärke liegt, sondern er soll einfach der Tapfere sein, wo er am Ende wirklich auf eigenen Beinen steht und das ist, was er schon immer sein wollte. Und glaubt mir, es gibt auch Lissop-Fanboys. Es gibt Lissop-Fanboys, die mich hier jetzt voll scheißen werden, weil ich irgendwas über Lissop sage und mich drüber lustig mache. Aber Leute, nehmt es mal ein bisschen mit Humor, ja? Und ich finde, wenn man auch meinen Humor ein bisschen mal ernst betrachtet, sieht man da auch eine ganz relativ in Ordnung oder angemessene Meinung, was Lissop angeht. Und ich denke, viele sehen das genauso wie ich. Und Leute, ich will doch auch, dass Lissop mal einfach was Episches macht, einen epischen Einstieg, weil Lissop kennen wir auch schon verdammt lange und er liegt mir auch wirklich am Herzen. Ich will, dass er einfach mal Cooles kommt und irgendwas Heftiges zeigt. Aber immer mehr und mehr denke ich, dass das nicht passieren wird, weil immer mehr und mehr auch die stärkeren und die heftigeren Gegner kommen, wo auch eher Ruffy und so weiter rangeht. Aber und für Lissop halt keine Zeit bleibt, was zu zeigen. Und ich bedauere es, dass er einfach so verdammt uncool ist, Leute. Tut mir leid, aber er ist momentan einfach uncool. Es gehört zu seinem Charakter. Viele mögen ihn nicht. Akzeptiert meine Meinung. Ich würde mal gerne eure Meinung wissen. Schreibt es doch in die Kommentare. Aber ich finde Lissops Entwicklung ein bisschen sehr dramatisch und langgezogen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich bin echt immer am Schwitzen, wenn ich sowas sage über One Piece Charaktere. Weil es gibt immer Fangruppen. Und dann denke ich mir, okay, scheiße. Wer wird mich jetzt fertig machen in den Kommentaren? Wer wird das Video disliken? Und ich habe echt Schiss. Aber ich sag meine Meinung und ich finde Lissops Entwicklung ein bisschen langgezogen, bin ich ganz ehrlich. Naja, Spaß beiseite, Leute. Viele haben schon damals gesagt, dass Lissop eventuell ein sehr starkes Power-Up kriegen wird. Sei es im Haki-Bereich oder eine Teufelsfrucht. Früher auch, schon wirklich vor 3-4 Jahren, gab es viele Theoretiker, die gesagt haben, er kriegt eine Teufelsfrucht, er kriegt dieses und das Power-Up. Und mit der Zeit muss ich ehrlich sagen, dass ich nicht mehr so denke. Früher war ich auch einer dieser Menschen, der so denkt, aber mittlerweile nicht mehr. Und ich mache dieses Video nicht, um mich einfach lustig zu machen über Lissop, sondern um wirklich klarzustellen, dass ich nicht mehr glaube, dass er ein Power-Up in der Form von einer Teufelsfrucht oder sonst was kriegen wird. Weil Oda hat so oft bewiesen, dass Lissops Fokus nicht die Stärke und nicht die Kraft ist, sondern wirklich einfach dieses Tapfersein. In jedem Arc wurde es jetzt bewiesen und davon bin ich momentan zu 100% überzeugt. Also die Leute, die sagen, dass Lissop immer noch eine Teufelsfrucht kriegt oder dass er ein heftiges Power-Up kriegt, ich glaube nicht. Ihr könnt in die Meinung schreiben, wieso ihr denkt, dass es noch passieren wird, aber ich bin sehr stark der Meinung, dass er nicht wirklich einen enormen Sprung in der Stärke machen wird. Ich fände es auch cool, wenn er einen Power-Up kriegt. Ich fände es auch cool, wenn er eine Teufelsfrucht kriegt, wie vielleicht im Thumbnail oder im Titel steht oder was auch immer. Aber es
Es ist sehr unwahrscheinlich, Leute. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sowas passieren wird. Und deswegen sollten wir das aus unseren Köpfen schlagen, finde ich. Was haltet ihr denn davon, dass Lissop wirklich teilweise seinen Kapitän verraten hat oder bereit wäre, ihn zu verraten oder Nami dazu teilweise aufgefordert hat, seinen Kapitän zu verraten? Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Diese Videos sind wirklich ein bisschen aufwendiger. Deswegen würde ich mich um Support sehr freuen. Schreibt einen Kommentar. Bleibt gesund. Das war's von mir. Haut rein, euer Kadiro.